Na, wir haben auch den Schlüssel gar nicht. Die haben gesagt, er ist auf dem Tisch. Küchentisch. Liegt ja Schlüssel. Hier ist kein Schlüssel. Die haben mich verarscht, ja. Aber maximal. Oh, Hilfe. Was sehen wir hier? Ich war so geflasht wegen den Briefen. Seht ihr hier irgendwo einen Schlüssel? Ah! Okay. Alles klar. Naja, dann. Okay, damit kommen wir jetzt hier bestimmt ran. Halt. Jawohl. Jetzt sind wir. Liebe Marie, 13.04.1916. Ich habe das Haus seit wohl einem Jahr nicht mehr verlassen. Auch Alois und Herrn Dannen fahren nur noch selten in die Stadt. Es ist einfach zu gefährlich. Gott sei Dank haben wir genügend Vorräte im Haus und die Gemüsebeete im Garten. Wie ich nachts im Bett liege, kann ich den Kanonendonner hören. Es wird ihr ganz in der Nähe gekämpft und gestorben. Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Herr Vernon versucht Alois und mir die Arbeit so weit wie möglich zu erleichtern. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich werde Herrn Vernon nicht verlassen, auch wenn die Lage derzeit schwierig ist. Herzliche Umarmung, Madeleine. Wir brauchen den Code für das Ding. Liebe Marie, kaum zu glauben, dass das Postamt in Paris geschlossen wurde. Aber es ist sicher besser so und wenn alles vorbei ist, kannst du bestimmt wieder dort anfangen. Ich bin sicher, dass sich die Lage bald beruhigen wird. Alle hier sagen das. Im Augenblick bin ich einfach nur froh, dich sicher am Marseille zu wissen. Marseille. Hast du am Wochenende unsere Eltern besucht? Leider werde ich Mutter und Vater nicht wie geplant im November besuchen können. Du weißt ja, die Grenzübergänge sind vorüber geschlossen. Ich werde meinen freien Tag einfach um ein paar Wochen verschieben. Sicher geht bald alles wieder seinen gewohnten Gang und die Grenzen werden wieder passierbar sein. Ich freue mich schon, mich alle wiederzusehen. Das war 1914, also. Ja. Da war der Krieg gerade praktisch im Gang. Herzliche Umarmung, Madeleine. PS Alois hat wieder keine Briefmarken besorgt, aber diesmal trifft ihn keine Schuld. Die Straßen am Metz sind im Augenblick nur für Militärtransporter zugelassen. Außerdem hat er heute Geburtstag. Ich sollte lieber etwas nicht zu ihm sagen. Okay. Die ist ja bitchig. Kalender, Alois, 3. Der 3.11., vielleicht ist das das Ding. Das probieren wir gleich mal. 3.1.1. Alois. Steht da nur Alois, ne? Alois Vera. Probier jetzt mal 3.1.1. Pass auf. 3. 1.1. Jawohl.
Und du? Was ist das? Jawohl! Okay. Uns hat einfach nur der Schlüssel fehlt. Wir hätten gar nicht weiterkommen können. Obwohl wir hätten Try and Error machen können. Okay, hier steht der gute Scotch noch. Alter. 16.07.1914. Robert ist vorgestern abgereist. Seitdem ist es wieder etwas ruhiger im Haus. Und Madeleine kann erstmal durchatmen. Der Junge hat meine Köchin ganz schön auf Trab gehalten. Die Gute macht sich einfach zu viel Sorgen um Robert. Wenn er mal für 5 Minuten nicht auffindbar ist, vermutet sie gleich das Schlimmste. In einem Punkt hat sie allerdings recht. Ich muss den Eingang zum Tunnel im Garten zumauern lassen. Der Tunnel führt in den alten Gewölbe unter den Anwesen und hat eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf den Jungen seines Alters. Ich bin Batman. Wenn er sich dort unten herumtreibt, könnte ihm wirklich etwas passieren. 2.8.1914. Die Zeitung rufen zur allgemeinen Mobilmachung auf. Seit gestern befindet sich in Deutschland im Krieg mit Russland. Niemand hätte das für einen Monat für möglich gehalten. Ich hoffe, dass der Krieg bald beigelegt sein wird. Okay. Und die Franzosen sind uns natürlich in den Rücken gefallen, die Lutscher. Aber naja. Alter, warte. 5.8.14. Habe gestern fast den ganzen Tag in den alten Gängen verbracht und dabei einige interessante Pergamentrollen gefunden, deren Alter ich mit meinen laienhaften Kenntnissen nicht zu schätzen vermag. Ich muss unbedingt Kontakt zu Professor Bonnet von der Pantheon Sorbonne Universität in Paris aufnehmen. Er ist anerkannter Spezialist für frühchristliche und mittelalterliche Archäologie. Der Professor hat mehr als einmal Interesse an dem Gewölbe unter unserem Haus bekundet. Alter, der Donner ist laut und kann mir sicher mehr zu dem Funden sagen. Morgen werde ich ihm schreiben und zu uns auf Dunkelhof einladen. Dunkelhof. Ich habe die Gewölbe hier über den Zugang zum Garten gegen Abend verlassen. Dort kam mir Harris, der Hund von Alois, auf halber Strecke entgegen. Das Tier wagte sich erstaunlich weit in die Dunkelgänge vor. Möglicherweise verkrebt er die Knochen hier, die er sich bei Madeleine in der Küche abholt. Ein Grund mehr, den er im Garten zumachen zu lassen. Okay. Tresorfabrik Stuttgart. Bernhoy und Söhne. Okay. Ach, das war da drin. Voilà, der Blitz. Alter. Ist schon geil irgendwie, ne? Vor allem, wenn du hier so guckst, du siehst ja nicht, wenn er an der Tür steht, ne? Das finde ich ein bisschen creepy. Lass mal das Bett machen. Naja. Grob. Du musst ja auch auf jedes Detail achten. Das könnte. Du kriegst hier nichts. Also wir müssen im Prinzip erstmal herausfinden, was überhaupt hier abgeht oder abging. Wieso der sich so verändert hat. Alles klar, hier ist ein Schlüssel. Und da ist noch was. Liebe Marie, das ist jetzt schon der 26.2. Das war kurz bevor die abgereist sind, 1920. Wann sind wir hier? Wir sind auch 1920 hier, glaube ich. Es ist schlecht bestellt um Herrn Vernon. Er hat sich so verändert in den letzten Monaten. Jetzt, wo der Krieg vorbei ist, sollte man doch alles besser werden. Mit dem Krieg hat sich eine dunkle Wolke über das Dunkenhof-Anwesen gelegt und sie wird dichter mit jedem Tag. Seit einigen Wochen ist Herr Werner nicht mehr und mit uns in der Küche. Ich sehe ihn überhaupt nur noch selten. Meist ist er dann auf dem Weg in die Gewölbe unter dem Haus. Herr Werner war immer nett zu Alois und mir. Wir haben zusammen den Krieg durchgestanden. Das hat eine Verbundenheit zwischen uns geschaffen, wie ich sie vorher nicht kannte. Jetzt ist er abwesend und geht mir aus dem Weg. Wie ein alter Greis sieht er aus. Dabei ist er erst 56 Jahre alt. Da ist irgendwas drinne. Marie, ich würde ihm so gern helfen, aber ich weiß nicht einmal, was ihm fehlt. Es ist das Haus, das Gewölbe dort unten, das ihn so hart werden lassen. Herzlichen Dank, Madeleine. Ich glaube, in dem Gewölbe ist irgendeine eine Macht, irgendwas, was den die Lebenskraft entzogen hat. Weiß ich nicht genau, für was der. Mach jetzt die Tür mal hinter mir zu, da fühle ich mich ein bisschen besser. Alter! Käferbuch vom Professor Dr. Jäger. G. Jäger. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Stuttgart, Julius Hoffmann. Okay. Okay. Hier sind auch wieder Bücher. Der Detailgrad ist ja echt cool, ne? Ich will so eine Taschenlampe da mal. So was gab es ja da schon. Übrigens, dass mir irgendwas entgegengesprungen kommt. Ich weiß ja nicht. Das ist ein Hammer. Dann nimm doch den Scheiß Hammer. Kann ich den nicht. Kann ich mich ducken? Ja, ich kann springen. Ich kann mich nicht ducken.
Nö. Okay. Okay, wir müssen irgendwie dazu zustimmen. Zustimmen. Aufstimmen. Entschuldigung. Alter, haben wir uns abgeschlossen. Fühle ich mich direkt besser. Okay, die ist zu. Wir können ja auch rennen. Mach die mal zu, das macht mich nervös, wenn die offen steht. Können wir hier die Nebenräume jetzt auch? Lieber Karl, 19.02.1920. Du hättest in deinem letzten Brief erwähnt, dass die Familie Ziegler mich gerne in ihre Dienste aufnehmen würde. Ich möchte auf dieses Angebot nun gerne zurückkommen. Es fällt mir schwer, meine Arbeit für Herrn Vernon aufzugeben. Schließlich bin ich in diesem Haus seit über 20 Jahren beschäftigt. Trotzdem ist es Zeit zu gehen. Herr Vernon ist geradezu wahnhaft von seinen Forschungen besessen. Den ganzen Tag hält er sich im Gewölbe auf und er schließt sich in die Bibliothek ein. Vor 4 Tagen hat er mich von meinen Aufgaben im Keller entbunden. Ehrlich gesagt würde ich dort unten auch nichts mehr zu schaffen haben. Du müsstest ihn sehen, Karl. Er scheint in den letzten Tagen um Jahre gealtert zu sein. Die grauen Haare, die eingefallenen Wangen. Es scheint, als wäre es über Nacht gekommen. Wenn er so weitermacht, gebe ich ihm nicht mehr lange. Karl, kannst du bitte bitte bei der Familie Ziegler um einen Vorstellungstermin für mich bitten? Viele Grüße, Alois. Ich mag den Alois, der ist irgendwie cool. Das ist ein Kabel. Der Alois. Also die haben sich alle Sorgen gemacht um Herrn Vermont. Alter. Haben wir hier 21.08.1940. Heute kam die Absage von Professor Bernard auf meine Einladung. Das war auch kaum anders zu erwarten. Deutschland und Frankreich befinden sich 18 Tage im Krieg miteinander. Wer hätte ahnen können, dass die Vorfälle von Sarajevo so eskalieren würden? Wirklich schade, da bin ich mir. Ich bin mir sicher, hätte mehr zu meinem Parlament rollen sollen können. 12.10.1914. Die Auseinandersetzungen in Europa weiten sich aus. Weihnachten soll alles vorüber sein. Mir fällt es schwer, das zu glauben. Ich mache mir außerdem Sorgen um Madeleine. Sie ist in Marseille geboren, lebt aber schon seit ihrer Kindheit in Deutschland. Im Herbst wollte sie ihre Familie in Frankreich besuchen. Das ist unter den derzeitigen Umständen aber völlig ausgeschlossen. Also die sind in Deutschland. Aber grenznah. Okay. Nach ihrer Arbeit in der Küche schließt sie sich in ihrem Zimmer ein und erscheint das am nächsten Morgen zu Frühstück wieder. Sie macht das alles sehr zu schaffen. Ich kann sie nicht einmal mehr nach Metz zum Einkaufen gehen lassen. Wenn sie in eine Kontrolle gerät, würde man sie wegen ihrem französischen Pass sofort inhaftieren. Okay. Ach so. Kann man die nicht zumachen? Alter, ist laut, ne? Wieso ist die Tür jetzt zugegangen? Ist ja auch egal, ne? Wir haben jetzt eine Brechstange und einen Schlüssel bekommen. Da wir den Schlüssel einsetzen müssen, heißt das, wir waren noch nicht da, wo wir den brauchen. Ich hab jetzt Gänsehaut, Mutti! Aha, okay, hier ist nichts drin. Da liegt wieder ein Brief. Ein weiteres Gängesystem. 21.11.1914. Die Untersuchungen im westlichen Gewölbe gingen in den vergangenen Wochen nur schleppend voran. Es ist kalt und feucht hier unten. Heute nun kann ich endlich einen Erfolg vermelden. Ich konnte einen der Mauern durchbrechen und habe dahinter einen Hohlraum entdeckt. Es scheint sich um ein weiteres Gängesystem enorm auszuhandeln. Es ist mir ein Rätsel, wozu diese Anlagen errichtet wurden. Leider ist es mir noch nicht gelungen, die Pergamentrollen zu entziffern. Ich vermute aber, dass sie mir etwas über die unterirdischen Bauten verraten werden. 24.11.1914. Ich bin heute weiter in das neue Entdeckgewölbe vorgestoßen. Es ist zum Teil mit Wasser überflutet. Oft ist es nur schwer abzuschätzen, wie tief es ist. Meistens handelt es sich nur um Zentimeter tiefe Pfützen. Manche der Pole scheinen dagegen überhaupt keinen Grund zu besitzen. Ich muss höllisch aufpassen, wo ich hintrete. Im nächsten Sommer werde ich das Wasser abpumpen. Dazu kam es wahrscheinlich nie. Okay, hier ist nichts.
Hätte man nicht mal wenigstens die Türen zumachen können, das ist übelst laut, ne? 26.11.2014. Seltsam, noch nie habe ich den alten Gewölbe einer Ratte zu Gesicht bekommen und heute habe ich nur einen ganzen Rattenfriedhof entdeckt. Dutzend Tiere lagen auf einer Fläche von nur wenigen Quadratmetern verteilt. Merkwürdig. Mir ist völlig unklar, woran die Tiere verendet sind und warum sie sich nur in diesem Teil des Gewölbes befinden. Die Ratten schienen äußerlich unversehrt, aber es ist hier unten tödliche Gasrückgang gibt, vielleicht Kohlendioxid. Ich muss vorsichtig beim Erkunden sein. Alter, ohne Karte. Geil.